Eh bien, j'ai une petite nouvelle pour le ministre Beauchamp. En faisant la grève, nous apprenons beaucoup. Dans cette grève-là, on apprend le mépris des gouvernements. On apprend qui sert les gouvernements. Dans cette grève-là, on apprend à quoi sert la police, à quoi sert sa violence. Dans cette grève-là, on apprend c'est quoi une injustice sociale, c'est quoi le néolibéralisme. C'est une injustice, cette injustice-là, elle ne passera pas! On a tenté de le réduire au silence, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour le gouvernement libéral là-bas à Québec. On n'arrêtera pas de lutter, sur notre grève, au-delà de notre grève, pour l'éducation publique, l'éducation gratuite, puis plus encore pour un Québec plus juste, un Québec plus égalitaire, un Québec plus humain. Je sais pas si vous avez... Ein Volk sein! Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden! Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen! Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen! Wir wollen einst ein Reich sehen! Und ihr müsst euch schon dafür erziehen! Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen, und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Licht hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, an uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland. Und hinter uns